Seit meinem letzten Snow-Video vor etwa 5 Tagen ist permanenter Dauerfrost. Temperaturen nachts um minus 7, tagsüber minus 2, 3 Grad. Heute ist der erste Tag, wo es etwas milder wird. Es geht langsam Richtung 0. Ich stehe wieder in meinem Spot am Hafen, wo ich schon einige Ankerleinen und Befestigungen der Stege getestet habe. Sind wirklich sehr fest. Mal schauen, was geht. Wir haben jetzt Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang auch im Winter in Norwegen dauert ziemlich lang. Das heißt, 1,5 Stunden werde ich noch so Restlicht haben. Das ist normal die Zeit, wo eigentlich generell überall auf der Welt irgendwas gehen könnte, außer vielleicht auf Mai Mai. So, wo geht der Pferd nach Hause? Phosphoreszente Köder sollte man vor allen Dingen in Norwegen immer dabei haben. Ui, Fischer, nach links, nicht frei. Da ist ein kleiner Seelack. Direkt am ersten Brot, wie geil ist das? Aber das war wieder schön, oder? Ah, das ist groß. Das ist halt passiert. Ja, ich hab mir heute schon wieder oder? Ui. Oh, die Frau ist ein bisschen. Gut, die Füße noch auf der Kanale. Die Füße auf der Kanale nach Jüde gefangen und jetzt. Schau. Ui, beim Sinken! Das ist doch gar nicht. Ja. Oh ja. Das ist gar nicht mehr schlecht. Jetzt. Ja, aber Fleisch hier. Ah, ja. Richtig guter Fisch. Meine Seele ist verliebt. Bei der Kamera für die Totale ist leider der Akku leer gegangen. Die Brustkamera ist leicht vereist, daher der letzte Köhler hier auf Video. Für mich war der Needle-Stick-Test eine totale Überraschung. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass sie so auf diesen Köder stehen. Da fischt man tagelang mit Gummifischen, die natürlich auch ihren Fisch bringen, aber auf Needle-Stick war praktisch bei jedem Wurf ein Biss. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn ich auf einen Schwarm großer Köhler treffe. Ja, gibt's doch nicht. Nein, nach und einer nach Needle-Stick. Ha ha ha.
Extrem.